Was geht? Wir gucken uns heute die Top 20 bis Top 11 Spieler in NBA 2K25 von ihrem Rating her an. Platz Nummer 20 bekommt Ja Morant mit einem 90er Overall von den Memphis Grizzlies. Er war das ganze Jahr so gut wie verletzt mit einer ausgekugelten Schulter. Kann ich ein Lied davon singen? Macht gar keinen Spaß, zurückzukommen. Ich bin mir nicht sicher, ob eine 90 nicht ein bisschen zu hoch ist. Platz Nummer 19, Tyrese Halliburton, ebenfalls mit einer 90, hat das Jahr richtig stark gestartet, hat danach stark nachgelassen. Meiner Meinung nach immer noch nicht hundertprozentig gerechtfertigt, dass Morant und Halliburton das gleiche Rating haben. Wobei ich auch nicht weiß, ob Halliburton die 90 so richtig verdient hat nach dem Jahr. Big Boy Victor Wembanyama mit der 91, der Rookie of the Year und beinahe Defensive Player of the Year. Mit einer 91 finde ich fair. Leute wird es schockieren, dass ein Spieler, der erst sein zweites NBA-Jahr startet, schon mit einer 91 drin ist. Aber nach dem Jahr kannst du ihm das schon ruhig geben. Wenn ich schon davon rede, dass Ja Morant und Halliburton ein bisschen hoch ist, vielleicht ist die 91 auch ein bisschen hoch. Vom Ranking her passt das, aber vielleicht gehst du von 91 auf 90 oder 89 und passt alles dann entsprechend an. Wir gucken mal, wer auch Platz Nummer 17 ist. Und da finden wir Kawhi Leonard von den Los Angeles Clippers, der jetzt mit James Harden alleine da in Clipperland unterwegs ist. 92 für Kawhi Leonard. Wenn er gesund ist, ist er auf jeden Fall bei einer 92 in seinem Alter. Ich sehe aber die 92 auch bei Kawhi Leonard nicht mehr. Du kannst dich ja gar nicht mehr auf den verlassen. Ich meine, Base Skills, alles klar, aber wo war Kawhi Leonard im letzten Jahr? Auch hier finde ich die 92 zu hoch. 90, yo, aber 92, nope. Kyrie Irving mit der 92. Zunächst einmal, ich bin froh, dass Kyrie Irving wieder seinen Respekt zurückholt, dass er einfach sich wieder auf Basketball konzentriert, weil das, was die letzten Jahre abging, das war einfach seiner nicht würdig. Das war komplette Scheiße, das weiß er aber wahrscheinlich auch selber. Ich finde, die Sachen, die er in Interviews sagt, wenn es um Basketball geht und ums Team und so weiter, ich finde das brutal intelligent und brutal clever. Umso mehr schockiert mich immer, was da außerhalb vom Basketball gesagt wurde. Wie auch immer, 92 finde ich fair. Mal gucken, was sie dieses Jahr mit Luka Doncic reißen können, der bestimmt auch in den Top 10 noch zu sehen sein wird, die wir dann auch natürlich im Video aufnehmen werden. Auf Platz Nummer 15 ist Jaylen Brown, der Finals MVP mit einer 92. Finde ich irgendwie fair. Finde ich fair. Eine 92 ist ein ziemlich guter Wert. Wer weiß, wie hoch es geht. Wir haben bei den Damen ja mit Aja Wilson eine 99. 92 für ein Finals MVP denkt man erstmal, gut, das ist ein bisschen wenig. Aber man muss bedenken, er ist ja eigentlich nicht mal der beste Spieler in seiner Franchise. Von daher von der 92 her schon fair. Er hat dieses Jahr sich wieder extrem gesteigert. Die Jahre davor, die waren ein bisschen schwächer. Da ist er seinem Potenzial so ein bisschen hinterhergelaufen. Deswegen eine gute Base mit der 92, sich nochmal zu steigern, wenn es besser läuft, aber auch um zu fallen, wenn man merkt, okay, das war irgendwie ein Ausreißerjahr. Auf der 14 mit einer 92 ist Donovan Mitchell. Der musste ja irgendwo noch kommen. 92 mit Donovan Mitchell. Der Typ ist ein elitärer Scorer. Seine Defense ist ein bisschen besser geworden, wobei ich ihn in der Defense bei einem Playoff-Team auch immer noch nicht sehen mag. 92 ist wie überall. Ich wiederhole mich, es ist überall ein bisschen hoch. Deswegen, ich weiß nicht, Donovan Mitchell mit einer 92, 91, 90. Ist Mitchell vor Jaylen Brown? Wahrscheinlich noch, ja, weil er ein brutaler Scorer sein kann. In manchen Games hat er auch schon 70 oder 71 Punkte aufgelegt. Wir akzeptieren das mal so und gehen weiter. Und sehen mit den 93 Jalen Brunson. Und das ist mal wieder ein Pick oder eine Position, die ich okay finde. Jalen Brunson als kleiner Spieler, Point Guard, Franchise Player bei New York Knicks, hat die angeführt in den Playoffs letztes Jahr, wird auch der Kopf dieses Jahr wieder von der Mannschaft sein. Ich mag die Spielweise von ihm, ich mag sein, wie er auf dem Feld ist. 93 finde ich fair und als 13. bester Spieler in der NBA bei einem Team, was in den Playoffs dabei war und auch eine gute Rolle gespielt hat, finde ich das absolut in Ordnung. Könnte eventuell sogar noch ein bisschen höher sein, aber dafür ist wahrscheinlich Brunson in anderen Bereichen zu limitiert, wenn man das jetzt aufs 2K-Rating sieht. Auf Platz Nummer 12 ist Devin Booker. Wir sind ganz nah an den Top 10 dran, deswegen muss es jetzt Leute geben, wo man denkt, okay, krass.
Devin Booker ist aber noch nicht ganz Top 10 in der Liga. Er ist aber, wie man auf Platz 12 sieht, sehr nah dran. 93 finde ich fair. Ich wünsche mir von Booker noch ein bisschen härtere Defense. Die müssen in den Playoffs mal wieder ein bisschen weiterkommen. Und dann kann man wirklich darüber reden. Klar, er hat noch KD vor sich. Das ist wieder dieses typische Ding. Du hast so viel Hilfe, natürlich läuft's und so weiter und so fort. Aber Devin Booker ist jetzt auch nicht mehr der Allerjüngste. Man hat immer noch so im Kopf, ich bin jetzt 31 geworden, Devin Booker ist doch ein junger Hüpfer. Nee, Mann, der ist schon lang dabei und der will jetzt natürlich so richtig in die Spitze vordringen. Und auch hier wieder 93 eine richtig gute Basis, um das zu machen. Auf Platz Nummer 11 ist Anthony Edwards und das finde ich tough, weil er nicht in den Top 10 ist, weil er war wirklich bei den Timberwolves, die diesen krassen Run hatten letzte Season, ja, der Kopf, der beste Spieler, zusammen mit Karl Anthony Towns und Rudy Gobert. 93, hier könnte man vielleicht sagen, gib ihm eine 94 und wäre dann in den Top 10 gewesen, höchstwahrscheinlich. Aber er ist noch so jung, er hat noch so viel Zeit vor sich und seine Zeit in den Top 10 bei den NBA 2K25 Ratings wird mit Sicherheit noch kommen. Und das sind sie, meine Damen und Herren, die Position 20 bis 11 in NBA 2K25 vom Rating an Tag 1 her. Diese Ratings sind dynamisch, die werden sich immer wieder updaten. Das sind die Ratings, die dann eure Spieler im Play-Now-Modus haben, online, Play-Now. Und deswegen ist das jetzt erstmal so ein Startpunkt, aber ich würde jetzt gar nicht in Panik verfallen, weil wenn jetzt zum Beispiel ein Anthony Edwards wieder richtig abreißt, dann wird das Rating natürlich wieder steigen. Und daher macht euch da gar keine Sorgen, wenn ihr jetzt große Edwards, Booker, Brunson-Fans oder sowas seid. Auch die Ja Morant-Fans, wie ich eigentlich immer einer war, eine 90. Oder als Ja Morant-Fan denkt man sich jetzt, uff, er hat aber auch schon besser, nicht? Aber ihr dürft nicht vergessen, wie lange der jetzt nicht wirklich gespielt hat. Und der wird, wenn alles normal läuft, auch in Richtung 94, 95 gehen. Deswegen, ich mache mir da gar keine Sorgen. Ich finde die Ratings von der Reihenfolge an sich fair. Ich finde die insgesamt ein bisschen zu hoch angesetzt. Bei Edwards würde ich vielleicht einen Punkt mehr geben. Bei Brunson kann man auch drüber sprechen. Ansonsten Kyrie finde ich fair. Ich finde Jaylen Brown fair. Mitchell ist okay. Booker ist gut. Und alle anderen vielleicht so ein, zwei Punkte zu hoch. Schreibt mal eure Meinung in die Kommentare, würde mich sehr interessieren. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Wenn ihr euch das und das oder das und das oder das angeguckt habt und wenn ihr ganz neu seid, ein Abo da gelassen habt. Bye, bye.